Also wir kommen hier morgens um 7:30 an und sind dann in zwei Bereiche aufgeteilt. Einer ist in meiner Ausgabe und einer in der Herstellung. In der Herstellung ist es so, dass man entweder im Sterillabor ist oder in der Rezeptur. In der Krankenhausapotheke ist ja die Aufgabe, das Krankenhaus mit Medikamenten zu versorgen. Wir haben sowohl die ganz normalen fertigen Medikamente, die sozusagen Fertigarzneimittel, und wir haben auch eine Eigenherstellung, das heißt einmal die unsterile Herstellung, wie Salben oder Kapseln, und natürlich auch die sterile Herstellung, wo wir dann von Notfallspritzen, Schmerzbeuteln oder auch Zytostatika. Man hat hier viele Möglichkeiten, Einblicke zu gewinnen. Und das wurde auch von Anfang an deutlich, dass man sehr selbstständig arbeiten kann und auch wirklich jedem Bereich zugeteilt sein kann. Das Besondere hier ist halt auch, dass man mit in die Aufnahme kann und Patientenkontakt hat. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen und weiterempfehlen, weil man einfach viele Eindrücke gewinnt. Man kann auch nicht nur die Apotheke sehen, sondern eigentlich dürfen wir in jeden Bereich reinschauen, den wir wollen, Pathologie oder bei OPs. Dass das Miteinander mit den Arbeitskollegen doch sehr schön ist, dass man sich so gegenseitig unter die Arme greift, sich gegenseitig unterstützt und auch einander zuarbeitet und nicht irgendwie gegeneinander oder aneinander vorbeiarbeitet, sondern dass das Miteinander hier auch wirklich sehr hoch steht. Ich würde es eigentlich jedem weiterempfehlen, weil die Arbeit hier ist extrem vielfältig. Man kann überall reinschnuppern, man kann alles mal versuchen, und selbst wenn man dann merkt, okay, das überschreitet jetzt mein Wissen, kann man jederzeit hier jemand um Hilfe bitten und dann wird einem natürlich auch geholfen. Das heißt, man kann auch so ein bisschen über sich hinauswachsen und extrem viel dazulernen.